Zimmer, da hängt eine Uhr, die braucht gar oft a Reparatur. Denn meine Frau, die ist so blöd, die Uhr beim Aufziehen meist verdreht. Da ich nun öfters auf Reisen bin, kann ich die Uhr nicht selbst aufziehen. Drum bat ich einen jungen Mann, der das versteht und sicher machen kann. Bitte wollen Sie meiner Frau nicht mal die Uhr aufziehen, wenn ich auf Reisen bin. Aber Vorsicht, bitte schön, immer langsam müssen's drehen, sonst geht schließlich was kaputt und die Uhr bleibt stehen. Aber Vorsicht, bitte schön, immer langsam müssen's drehen, sonst geht schließlich was kaputt und die Uhr bleibt stehen. Der junge Mann sagt höflich zu, ich ging auf Reisen, dank ihm nur. Und als nach Haus ich kam, oh Freud, die Uhr, die geht genau noch wie die Zeit. Mein Frauchen sprach zu mir ganz schlicht, der junge Mann tat seine Pflicht. Ach bitte, lad ihn nochmals ein, und ich versprach's und sag's ihm geheim. Bitte wollen Sie meiner Frau nicht mal die Uhr aufziehen, wenn ich auf Reisen bin. Aber Vorsicht, bitte schön, immer langsam müssen's drehen, sonst geht schließlich was kaputt und die Uhr bleibt stehen. Aber Vorsicht, bitte schön, immer langsam müssen's drehen, sonst geht schließlich was kaputt und die Uhr bleibt stehen. Als von der Reise ich kam zurück, mein Frauchen strahlt vor Liebesglück. Wir schlossen bald die Fensterläden zu und schlummerten in süßer Ruhe. Doch plötzlich klopft es, ich war empört, wer uns in später Nacht noch stört. Eine Stimme hör ich mit leisem Ton, ich glaub, wir kennen uns ja schon. Ja, ich wollte ihrer Frau nochmal die Uhr aufziehen, dass sie auf Reisen sind. Aber da sie nun hier sind, darum drück ich mich geschwind, komm ein andermal, wenn sie auf Reisen sind. Aber da sie nun hier sind, darum drück ich mich geschwind, komm ein andermal, wenn sie auf Reisen sind. Und diese Störung in jener Nacht hat mich gewaltig aufgebracht. Damit das nicht mehr vorkommen kann, schrieb ich sofort an jenen jungen Mann. Werter Herr, ich danke sehr für Ihre Freundschaft und noch mehr. Ich danke auch für alle Zeit, für Ihre Liebenswürdigkeit. Nein, Sie brauchen meiner Frau nicht mehr die Uhr aufziehen, wenn ich auf Reisen bin. Sollte sie nicht wieder gehen, brauchen Sie nicht nachzusehen, bleibt sie eben, bis ich wiederkomme, stehen. Sollte sie nicht wieder gehen, brauchen Sie nicht nachzusehen, bleibt sie eben, bis ich wiederkomme, stehen.